Exkurs. Einblick in die Welt der Wissenschaft. Eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Vortrag Adipositas verstehen. Wie entsteht starkes Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen? Von Professor Wieland Kies. Gehalten am 8. Mai 2018 im Paulinum in Leipzig. Ich freue mich wirklich riesig, dass Sie da sind und glaube, dass dieses Thema so wichtig ist, dass wir nachher bitte auch wirklich miteinander drüber reden. Und jetzt gibt es ein kleines Quiz, das wird es öfters geben während der nächsten 3 Stunden. Frau Bungert kennt mich nicht richtig, weil ich rede immer ein bisschen länger. Das Herz quillt mir über. Wir werden immer wieder ein Quiz machen. Wer von Ihnen erwartet eine, sagen wir mal, kleine Pille oder einen kleinen Tipp, wie er oder sie abnehmen kann oder wie er oder sie Verwandten einen Tipp geben kann, abzunehmen? Jetzt bin ich froh. Dann können wir eigentlich jetzt nach Hause gehen, ein Glas Wein trinken, weil wenn jetzt jemand gestreckt hätte, hätte ich gesagt, die nächste Stunde, und die 3 Stunden waren ein Scherz, ich will sie nicht länger hier halten als eine Stunde, werden wir uns damit beschäftigen, warum es so schwierig ist, abzunehmen, wenn ich denn zu viel Gewicht mit mir herumtrage und warum Adipositas-Forschung etwas unglaublich Aufregendes sein kann. Und, darauf bin ich schon ein bisschen stolz, sehr interdisziplinär, multidisziplinär und in der Tat diese Universität ausmachen kann. Also was haben denn Kommunikationswissenschaften, Kulturwissenschaften, Journalismus, Biochemie, Psychologie, Medizin miteinander zu tun? Naja, ich hoffe, dass Sie in einer Stunde mir zustimmen, dass die tatsächlich irgendwo als Fächer der Wissenschaft zusammenhängen. Diese Folie verdanke ich unserer Tochter, die hat das als Original-Postkarte aus Schottland mitgebracht. Also das heißt so ungefähr, wenn Sie nachher nicht zufrieden sind mit meinem Vortrag, bitte nicht mit den Sitzkissen werfen. Netterweise hat die Universität Leipzig erst gar keine ausgeteilt, sodass Sie also nicht werfen können, das finde ich gut. Und bitte auch keine Eier werfen oder keine Tomaten, ich gebe mir Mühe. Kein Stöhnen, Sie sind ganz schön tough. Diese Agenda wollen wir abarbeiten. Wir gehen von der Geschichte bis zur Gesellschaft. Geschichte, das ist ein junger Mann. Die Fotos von Kindern, die ich zeige, sind zertifiziert natürlich erlaubt von der Familie und den Kindern selber. Dies ist ein Leipziger Bub. Dies ist eine Steinzeit-Skulptur aus Malta. Fertilitätsgöttin, positiv besetzt, also unsere Vorfahren haben gesagt, wunderbar, wer übergewichtig ist, überlebt länger, das ist was Wichtiges. Hier sind wir in Sachsen, August der Starke war berühmt-berüchtigt für seinen guten Appetit und für manches andere. Also was will ich Ihnen damit sagen, Adipositas ist überhaupt nichts Neues. Das habe ich in der Tat, nochmal vielen Dank Frau Bungert für Ihre lobenden Worte vorhin, aus München. Das Ding ist also 30 Jahre alt, Abendzeitung, eine der Tageszeitungen in München. Bub, 17 Jahre alt, wiegt schon 270 Kilo und keiner kann ihm helfen. Das ist beileibe nicht der schwerste 17-Jährige, den es gibt, sondern einer vor 30 Jahren. Das war die Geschichte, also nichts Neues, gab es immer schon, jetzt kommt die Evolution. Also wir gehen noch weiter zurück, Menschheitsgeschichte. Das sind Inuit, also Eskimos, wenn Sie so wollen, im nördlichen Kanada. Auch die Inuit haben trotz Walfleisch, Lebertran und sowas ein Adipositas-Problem, allerdings erst in neuerer Zeit. Das ist eine Folie, die ich Herrn Professor Blüher, der hoffentlich sehr erfolgreich heute das Exzellenzcluster der Universität Adipositas verstehen. Jetzt verstehen Sie den Titel meines Vortrags, wenn wir damit Werbung machen und ein Zeichen setzen. Das verdanke ich Professor Blüher, der dieses Exzellenzcluster heute federführend verteidigt hat in Bonn. Passen Sie mal auf, was passiert. Das hier sind unsere Vorfahren. Na, nicht ganz so, das ist natürlich ein Orang-Utan, aber unsere Vorfahren sahen ähnlich aus. Und irgendwann, wenn die Nahrung hatten, haben die angefangen, die Nahrung zu speichern.
Das war wichtig fürs Überleben, weil wenn es dann wieder Zeiten gab, wo man weniger Nahrung hatte, dann musste man ja auf die gespeicherte Nahrung zurückgreifen, sonst wäre man verhungert. Die Pima-Indianer, eine Volksgruppe in Arizona in den USA, wo Herr Professor Stumpfoll eben auch der Vater unseres Adipositas-Clusters und bis vor kurzem Dekan unserer Fakultät lange geforscht hat, die Pima-Indianer werden im Moment, wirklich trauriges Schicksal, alle massiv adipös und bekommen sehr rasch Typ-2-Diabetes und haben keine lange Lebenserwartung. Warum? Weil die genetisch ausgestattet sind, denken Sie an unsere Vorfahren, um in schwierigen Bedingungen gut überleben zu können. Das heißt, die speichern besonders gut Energie, wenn sie irgendwas zum Essen finden, damit sie in Arizona, in der Wüste, wo es wenig zu essen gibt, besser überleben können. Also Sie merken, ein evolutionärer Vorteil für die Menschheit, wenn man gut Fett speichern kann, für Zeiten, in denen man hungrig sein müsste und eben nicht so gut an Nahrung herankommt. Was passiert dann, wenn wir Nahrung speichern? Auch das, danke ich Matthias Blüher. Das ist wie ein Wasserfall. Stellen Sie sich das vor. Sie essen, die Nahrung brauchen Sie im Moment nicht. Und dann passiert Folgendes, dass diese Nahrung im Unterhautfettgewebe, das ist diese Abkürzung hier, und dann im Bauch, im viszeralen Fett, also im Bauchfett gespeichert wird. Und dann passiert was Dummes. Das hat die Natur leider zugegeben und zugelassen, aber nicht vorgesehen gehabt. Dann wird das Fett, das hier irgendwo angekommen ist, in den Organen gespeichert. In der Leber, dann haben wir die Fettlebererkrankung. Im Herzen, dann haben wir ein krankes Herz. In der Bauchspeicheldrüse, dann entsteht langsam Diabetes, Zuckerkrankheit und so weiter. Das heißt, wir haben einen Kalorienüberfluss, der von Compartment, von Portion des Körpers in den nächsten fließt und am Ende Organe krank machen kann, weil eben diese Organe dann, anstatt ihrer Funktion nachzugehen, Fett speichern. Und dann kommen wir mit unseren modernen neuen Ideen. Auch ein Original Foto aus Pennsylvania diesmal, besonders große Portionen. Ich will Ihnen schon, weil Sie sich hierher bemüht haben, ein paar Tipps geben. Essen Sie langsam, essen Sie regelmäßig und essen Sie kleine Portionen. Wussten Sie, dass die Franzosen, die nicht gerade berüchtigt sind, dass sie Essen nicht schätzen, deutlich schlanker sind als die Engländer und die Deutschen, weil sie kleine Portionen essen und schön kultiviert essen. Nicht große Portionen, nicht diesen Amerikanismus pflegen, der große Portionen zu Adipositas führt. Die Folie verdanke ich Professor Stumpfoll. Wir haben hier ja vor vielen Jahren einmal beim BMBF ein großes Forschungskonsortium einwerben können, den IFB Adipositas-Erkrankungen. Und das ist nicht falsch. Die Evolution kommt wirklich von Anbetung, wenn jemand dick ist, kann er sich fortpflanzen, er übersteht Hungerszeiten und heute, naja, schlagen Sie mal, ich finde das immer noch skandalös, auch in Zeiten von YouTube, nein, von MeToo und vielen anderen Dingen, die ich jetzt nennen könnte, die Modezeitschriften zu sehen und Mädchen verführt zu sehen und Jungs genauso, dass sie noch schlanker werden müssen. Also wie hat sich unser Weltbild geändert? Von das wird angebetet zu das wird angebetet. Ich habe mir in Vorbereitung unseres Vortrags heute vorgenommen, dass wir doch auch etwas gesellschaftlich miteinander diskutieren wollen. Und deswegen habe ich doch 6 Jahre alte 4 Folien aus der Zeit herausgerufen. Adipositas ist ein gesellschaftliches Problem. Ich stehe hier als Kinderarzt vor Ihnen und wir werden natürlich über kinderärztliche Dinge nachher reden, warum und wie wir unsere Kinder gesund halten können. Aber das Thema Adipositas, auch Verbrauch von Ressourcen, Gewicht für den Einzelnen, für die Gesellschaft, ist ein viel breiteres Thema. Und um das klarzumachen, jeder, der von Ihnen auch betroffen ist, mir geht es nicht darum, Ihnen das Essen zu verbieten. Das wäre unanständig. Ich finde diese Diskussion um die Zuckersteuer auch problematisch. Ich halte sie für richtig, weil man Werbung von Kindern weghalten sollte. Wir kommen da drauf.
Aber Menschen zu bestrafen, wenn sie Appetit haben oder eben einen besonderen Genuss, zum Beispiel bei Süßigkeiten haben, schwierig. Wir kommen gleich noch drauf. Trotzdem müssen Sie sich vorstellen, das sind schon Zahlen. Also Adipositas ist schon ein gewichtiges Thema und ein Thema unserer Wohlstandsgesellschaft. Ich zeige Ihnen nachher Verteilung weltweit. Sie wissen natürlich genauso wie ich, dass in Afrika weiterhin Menschen verhungern. In Südostasien gleichzeitig Menschen hungern, als auch adipös werden. Interessant ist, dass bei den Asiaten Adipositas noch immer deutlich weniger prävalent, also weniger vorhanden ist, als in zum Beispiel Europa. Trotzdem gibt es ein besonderes Thema, auf das ich gleich zu sprechen komme, in China, in Asien, ganz einfach, weil die Genetik dort so ist, dass wenn ein asiatisch-ethnischer Mensch adipös wird, er rascher Typ-2-Diabetes, also Zuckerkrankheit, erleidet als bei uns ein weißer Nicht-Asiate. Okay? Also wenn ein Chinese dick wird, hat er ein viel höheres Krankheitsrisiko, als wenn ein weißer Leipziger dick wird. Deswegen ist dieses Thema Biomasse Mensch aus der Zeit vor 6 Jahren durchaus ein Thema. 9 Milliarden Menschen werden wir bis 2015 50 auf der Welt leben haben. Wenn die alle adipös sind, wird der Globus die Nahrung nicht mehr produzieren können. Stammt nicht von mir, stammt von Ökologen. Zurück zum Kinderarzt. Wir Kinderärzte, das werden Sie verstehen, können nicht einfach sagen, das Kind wiegt 50 Kilo und ist schlank oder dick. Wir müssen es immer beziehen auf das Alter des Kindes. Also werden Sie verstehen, Einjähriger, der 50 Kilo wiegen würde, gibt es nicht. Das wäre ja grotesk dick. Ein 17-Jähriger, der 50 Kilo wiegt, wäre, wenn er entsprechend altersgemäß gewachsen ist, sehr schlank. Also müssen wir das immer auf sogenannte SDS, Standard Deviation Scores, für die Wissenschaftler unter Ihnen, projizieren und berechnen oder an Perzentilenkurven. Diese 50er-Linie hier bedeutet, das sind normalgewichtige Kinder, durchschnittlich gewichtige, 50. Perzentile von altersgemäßen Kindern wären schwerer und 50 wären leichter. Das heißt, der Kinderarzt muss immer schauen, wo liegt das Kind im Vergleich zu Kurven einer Vergleichspopulation. Schwieriger Tobak, es wird gleich wieder interessanter. Nach diesen mathematischen Formeln hat man Grenzwerte für Kinder definiert. Für Sie als Erwachsene gilt über 30 BMI heißt adipös, das kennen Sie alle, 25 ist okay, zwischen 25 und 30 gibt es die Grauzone. Bei Kindern müssen wir entsprechend diese Transformation, diese mathematischen Umformungen nehmen. Warum brauche ich Definitionen, um zu Ihnen zu sprechen? Weil wir ja auch ein bisschen über Häufigkeit reden wollen. Wie häufig ist Adipositas denn überhaupt? Auch da habe ich mich entschieden, ein bisschen einen größeren globalen Blick zu wagen. Gucken Sie sich das mal an. Kuwait. Fast die Hälfte der kuwaitischen Frauen ist adipös. Können Sie sich das vorstellen? Und zwar die arabische Bevölkerung ist adipös. Die Leute, die viel Geld haben in Arabien. In Deutschland ist es, da kommen wir noch drauf, genau umgekehrt. Arme Menschen haben, deswegen gibt es doch auch bei uns in der Fakultät einen adipösen Professor, an den ich gerade denke. Natürlich gibt es das. Und der verhungert, glaube ich, nicht jetzt einkommensmäßig. Aber insgesamt in Europa, in USA, in Australien sind eher arme Menschen, weniger gebildete Leute adipös. In, gucken Sie sich's an, Arabien genau umgekehrt. Unsere Vorurteile würden vielleicht getroffen, wenn man sagen würde, russische Dame ist eher adipös als die deutsche Dame. Es gibt kleine Unterschiede auch in Deutschland, das sind Erwachsene. Aber Sie sehen nochmal, Japaner, Chinesen, extremst geringe Adipositas-Häufigkeit. Hat natürlich was mit Essen, mit Lebensstil, mit ganz breiter Lebenswelt und wir kommen drauf zu tun. China ist ein großes Land. Das stammt aus einer Zeitung in Peking, während eines Aufenthalts in China, rausfotografiert. USA, interessant, Sie werden gleich
eine Landkarte, einen Stadtplan von Leipzig sehen, wo es ähnliche Phänomene zu betrachten gibt. Sie sehen hier im Süden arme Menschen, viele farbige Hispanics aus Südamerika, extremst hohe Prävalenz von Adipositas, viele schlanke Leute. Ich habe es Ihnen angedroht, wir machen einen Quiz. Was liegt hier? Na, wo sind die Geografen? Die Rocky Mountains, danke. Okay, Rocky Mountains, die Leute, die in den Bergen leben, die sich viel bewegen, die interagieren, die sind schlank. Ich habe Ihnen mit Absicht, um Sie nicht zu erschrecken, 2003 mitgebracht, nicht 2017. Es ist extremst dunkel geworden in den USA. Nicht erst seit Herrn Trump. Soll ich es wiederholen? Jetzt verstehen Sie meine Einstellung zu Herrn Trump. Auch aus den USA und leider, ich zeige Ihnen gleich die Bilder zu Leipzig, auch in Leipzig. Hunger im selben Land neben Adipositas, das charakterisiert unsere Gesellschaften. Und wenn man das sieht, meine kritische Einstellung, aber genauso zu unserem eigenen Gesellschaftssystem, 10% der US-amerikanischen Bevölkerung leiden Hunger. Wussten Sie das? In Deutschland gibt es 1-2%, aber wir kommen drauf. Es gibt etwas Besonderes. Wir kommen nachher ganz kurz, ich will Ihnen nicht medizinische Schreckensbilder vor Augen führen, aber wir kommen auf Folgeerkrankungen von Adipositas. Das hängt 1:1 mit dem Ausmaß der Adipositas zu tun. Das heißt, je adipöser ein Mensch ist, desto eher hat er ein Risiko, zuckerkrank zu werden, hohen Blutdruck zu haben, Gallensteine zu entwickeln, Fettstoffwechselstörungen zu haben und, wir kommen drauf. Und jetzt gucken Sie sich diese Grafik an. In den USA explodiert quasi die Zahl der sehr adipösen, massiv übergewichtigen Menschen. Und das muss jetzt sein. Ich begrüße mit riesiger Freude Herrn Professor Josten, unseren neuen Dekan. Vielen Dank, Christoph, dass du vorbeigekommen bist. Quiz, Sie sind mir zu still. Was ist die häufigste Operation, die in den USA durchgeführt wird? Ahnen Sie es? Adipositas-Operationen. Christoph, es sind nicht unfallchirurgische Maßnahmen, es ist nicht die Reparatur einer Leistenhernie, sondern es ist Magenumleitung, es ist Magenverkleinerung, sogenannte Sleeve Gastrectomy, Schlauchmagenherstellung. Gucken Sie mal die Zahlen an. 2003 100.000, letztes Jahr wurde die 200.000 Marke geknackt. Ich freue mich sehr, dass Frau Gausche, die Mutter unseres Crestnets, und ein bisschen Werbung darf man machen, oder Frau Bungert? Wir haben die Riesenfreude, dass wir eine Arbeit im New England Journal of Medicine aus der Kinderklinik hier angenommen bekommen haben. Und die Basis dazu ist das CRESTNET. Vor 20 Jahren von Professor Keller, manchen von Ihnen hier noch bekannt, seit einem Jahr im Ruhestand, gegründet. Und er hat ganz viele Daten über Kinder, über ein Netzwerk von vielen niedergelassenen Kinderärzten gesammelt. Und diese Daten zeige ich Ihnen hier ein bisschen und die gehen massiv in diese sehr große Publikation im New England Journal of Medicine, der wichtigsten medizinischen Fachzeitschrift auf diesem Globus, die Sie im Juli nachlesen können, ein. Wir haben also 20 Jahre lang Kinder, über 50.000, die Datenbank bei Frau Gausche ist noch viel, viel größer, verfolgt. Können Sie sich vorstellen, 20 Jahre lang so viele Kinder zu verfolgen? Und dann sehen wir, dass in der Tat, das sehen Sie in den verschiedenen Farben, hier die blaue und die rote Kurve, sind die früheren Daten aus den Jahren 99 und dann kommen die anderen Farben 2005. Was Sie sehen sollen ist, die Kinder sind in den 90er Jahren immer dicker geworden. Das haben Sie alle gehört. Also wer glaubt, dass weiterhin, Frau Gausche darf sich nicht melden, Kinder in Deutschland immer dicker werden? Entweder sind sie jetzt eingeschlafen oder sie haben sich nicht getraut zu strecken. Okay, vielen Dank. Sie haben halb recht. Nach unseren Daten und nach den Daten des Robert-Koch-Instituts, die das jetzt nachvollzogen haben, werden Kinder in Deutschland nicht mehr dicker. Dasselbe ist zu unserer riesengroßen Freude in Kanada, in Schweden, in Australien und Frankreich zu verzeichnen.
Aber jetzt, wer mich kennt, weiß, dass jetzt irgendein Aber kommt. Die Jugendlichen unter uns werden doch noch weiter dick. Das ist die Stärke von ChristNet, gut, finde ich. Wir können altersspezifisch untersuchen. Das kann KICKS, die Robert-Koch-Untersuchung, weniger gut. Wir können mit unserer Live-Child-Datenbank untermauern, in die Tiefe gehen. Und wir sehen, das ist die New England-Arbeit, auch nachvollzogen, wann Kinder dick werden. Und das sehen Sie hier ein bisschen. Sehen Sie, das sind Alter in Jahren. Und das ist so ein Pfeil, wo irgendwas losgeht. Sie sehen, hier geht irgendwie die Kurve nach oben. Was heißt hier nach oben? Das sind Prävalenzen, also Häufigkeit von Adipositas. Es gibt tatsächlich einen Punkt, ich nenne es of no return. Wenn Kinder, nehmen Sie es bitte mit für Ihre Kinder oder Enkel, zukünftigen Kinder, zwischen 2 und 4 Jahren dick werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dick bleiben, bis zu 80%. Also wir müssen bei den 2-3-Jährigen ansetzen und gucken, dass die schlank bleiben. Ich rede nicht über die Adipositas von uns Erwachsenen. Wenn ich mich weiterhin sehr ungesund bewege, keinen Sport machen würde, was ich trotzdem natürlich tue, oder nicht mehr Fahrrad fahre, dann kann ich auch dick werden. Jeder von uns mit entsprechender Lebensstiländerung zu einer eher problematischen adipositogenen Lebensstileinstellung kann ich dick werden in jedem Lebensalter. Aber über das Lebensalter ist dieser Setpoint bis zum 4. Lebensjahr das Entscheidende. Woran das liegt, ob die Kinder zunehmend unabhängig werden und anfangen dann selbstständig zu essen oder Kinder nicht mehr so spielen und sich bewegen, wenn sie entsprechend von Eltern nicht gefördert werden, das wissen wir nicht. Dazu gibt es Daten, die ich Ihnen heute nur kurz erwähne. Wir haben an Leipziger Kindergartenkindern untersucht, wie die sich bewegen. Man kann das richtig messen mit Akzelerometern, manche von Ihnen kennen das, also kleinen Geräten, die den ganzen Tag aufzeichnen. Und es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht wieder. Die gute Nachricht ist, Kinder bewegen sich sehr gerne. Die gute Nachricht ist, im Kindergarten während der Woche bewegen sich alle Kinder ziemlich viel. Die schlechte Nachricht ist, Kinder aus Familien mit hohem Bildungsniveau und hohem Einkommen bewegen sich auch am Wochenende, weil die Familie mit den Kindern um den Kosputner See radelt, für die Leipziger, in den Zoo geht, im Garten spielt und so weiter. Kinder aus Familien, die weniger privilegiert sind, sitzen am Wochenende vorm Fernseher und vor den Medien, bewegen sich nicht. Hochkarätig publiziert, böse Nachricht. Also wir müssen Kindern am Wochenende in ihren Familien helfen. Ich habe versucht, Ihnen schon anzudeuten, dass wir auch einige globale Dinge besprechen heute. Und Sie sehen einige Länder nochmal herausgegriffen. In China niedrige Prävalenz von Adipositas, Australien verrücktes Land. Unglaublich erfolgreich im Sport, gucken Sie mal nach, kleines Land, wenig Einwohner, aber immer erfolgreich bei Olympischen Spielen. Gleichzeitig bricht die Gesellschaft wie in den USA, also extrem gute Sportler und auf der anderen Seite extrem viele Adipöse auseinander. Also die Gesellschaft hat 2 Portionen inzwischen. Brasilien, die schicken, sehr sexistisch jetzt, bitte nicht falsch nehmen, Copacabana, die Ideale der hübschen Brasilianerinnen und der gestellten jungen Fußballmänner, von wegen. Die armen Menschen in den schlechten Vierteln, mit Absicht jetzt von mir so bezeichnet, von Rio de Janeiro, haben ein massives Adipositas-Problem. Warum ist das denn so? Ganz einfach. Wem es jetzt zu viel wird, nach dieser Folie dürfen Sie gehen. Nein, bitte bleiben Sie noch ein bisschen. Was macht adipös? Genetik? Klar. Erklären wir gleich. Soziale Genetik. Wer hat das schon mal von Ihnen gehört? Gut, da möchte ich mich nämlich ein bisschen drauf konzentrieren. Soziale Genetik, Vererbung in den Freundschaftskreisen. Und, so traurig wie es ist, Bildung und Einkommen. Und jetzt kommt nochmal zurück, Sie haben es sicher vorhin genau gehört und nicht einordnen können. In Deutschland, in Holland, in Frankreich, in Kanada, in Skandinavien, in den USA sind
je höhere Bildung eine Familie hat, die Kinder umso schlanker. Das heißt, hohe Bildung assoziiert mit Schlankheit. Hohes Einkommen, Idealbeispiel Australien, USA, hohes Einkommen der Familien, schlanke Kinder. Umgekehrt, niedriges Einkommen, dicke Kinder. Nochmal, in Arabien genau das Gegenteil. In Brasilien beides, arme Leute und sehr reiche Leute dick. Also da müssen wir überlegen, das ist ein Gesellschaftsthema. Und das hier ist ein Thema, das entweder medizinisch ist, Genetik, oder ein sozialwissenschaftliches Thema, wie ich Ihnen gleich zeigen werde. Entschuldigung für ein paar englische Folien. Körperliche Aktivität, natürlich. Also unser Physiklehrer vor 40 Jahren hat mir gesagt, von nichts kommt nichts, oder? Also wenn ich hier einen Ball runterfallen lasse, fällt er runter, weil Erdanziehungskraft und so weiter. Brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Wenn ich mich nicht bewege, werde ich dick. Wenn ich mich ausschließlich von hochkalorischen Nahrungsmitteln ernähre, werde ich dick. Perinatale Programmierung. Wenn meine Mutter adipös wäre, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder, also ich dann in dem Fall, dick werden, auch sehr groß. Also nicht nur Genetik, sondern auch das Umfeld, in dem wir entstehen, ist entscheidend. Dieser komische Adiposity Rebound, dieses 2 bis 4 Jahre-Ding, was ich Ihnen erklärt habe, wenn in dieser Zeit der Adipositas-Schalter umgedreht wird, dann werden wir dick. Armut, nochmal in Deutschland ein großes Thema, mangelnde Bildung und dieses komische Wort soziale Vererbung. Ich muss dieses Bild hier noch erklären, das verdanke ich Professor Leo Dunkel aus Finnland, der behauptet tatsächlich, dass das ein Verkehrsschild sei in Finnland. Ich glaube es ihm nicht ganz, aber er hat es mir gegeben. Okay. Lieblingsspeisen. Gucken Sie sich das mal an. Ich zitiere jetzt doch meine liebe Frau, die da unter uns sitzt. Manche Dinge braucht der Mensch nicht. Zitat Ende. Damit meint sie zum Beispiel gezuckerte Säuglingsnahrung. Dazu meint sie auch manches, was hier so von der Industrie hergestellt wird. Das sollten wir ab und zu mal selbstkritisch hinterfragen. Brauche ich alles, was einem täglich per Werbung auf den Tisch gebracht wird? Aber Sie müssen sich vorstellen, dass die USA Lebensmittelindustrien, und die kommen ja alle bei uns an, fast 4000 Kalorien pro Kopf produzieren. Das ist viel zu viel für ein Kind, um Himmels Willen. Trotzdem, wenn man Studien anguckt, wir sind gerade heftig dabei, in unserer Life-Child-Studie in die Tiefe zu gehen dazu, findet man, dass über die vielen Jahre, das ist hier fast über 30 Jahre, wenn man misst, wie viel Kinder essen, sich gar nichts geändert hat. Wissen wir, woran das liegt? Dass wir gar nicht messen können, was Kinder essen. Frau Professor Körner aus unserem Team hatte eine Masterandin, Ernährungswissenschaftlerin, die hat eine Feldstudie gemacht, Kinder interviewt, gefragt, wie viel esst ihr, und kam zu dem überzeugenden Befund, je schlanker die Kinder waren, desto mehr haben sie gegessen. Woran liegt das? Soziale Erwünschtheit. Wenn Sie einen armen, 8-jährigen, adipösen Jungen fragen, wie viel isst du, dann hat er doch Angst zuzugeben, dass er zu viel isst. Also die Erfassung von tatsächlichen Nahrungsmengen ist extrem schwierig. Was aber sicher zugenommen hat, ist das hier, Details erspare ich Ihnen, das Snacking. Erinnern Sie sich, was ich zu Anfang des Vortrags gesagt habe? Wann wir essen, wo wir essen, wie viel wir essen, aus was für Schalen wir essen, großen Tellern, kleinen Tellern, das ist entscheidend. Also Kinder haben in den vergangenen 30 Jahren zunehmend genascht, gesnackt. Also man isst nicht mehr zusammen am Frühstückstisch, am Mittagessen, am Abendessen, sondern man, darf ich das so sagen, frisst sich täglich durch. Gucken Sie mal in der wunderschönen, Sie wissen, dass die in Leipzig sind, ich bin ein begeisterter Bürger dieser wunderschönen Stadt und auch ein, Frau Träger, hören Sie es bitte, ein begeisterter Professor an dieser Universität. Gehen Sie mal durch die Stadt, an jeder Ecke gibt es was zu essen. An jeder Ecke wird Ihnen vorgegaukelt, du hast doch Hunger, komm jetzt, kauf eine Bratwurst, kauf was weiß ich, ein Eis und so weiter. Also es wird ständig vor sich hingefuttert, das ist nicht physiologisch. Auf diese Folie bin ich nicht stolz, das stammt aus meiner Münchner Typ-1-Diabetes-Zeit. Wir haben damals mit den Kindern gespielt, ihnen klarzumachen, was gesundes Essen ist und so weiter. Und die Kinder waren so gut ausgebildet, dass sie von sich aus solche Collagen gemacht haben.
Also verboten, ja, keine Süßigkeiten essen. Das ist natürlich Quatsch, jedes Kind darf auch mal Süßigkeiten essen. Aber was man nicht machen sollte, ist von diesen Dingen sich alleinig ernähren. Was man auch nicht machen sollte, also die Kohlrabi oder die Karotte gibt es nicht auf Rezept, sondern das kann man sich, wenn man privilegiert ist oder sich auch mit etwas weniger Geld einen Schrebergarten mieten kann, selber anbauen. Das kann man kaufen, das ist nicht teuer, das stimmt nicht, wenn man sich gesund ernährt. Also es braucht nicht ein Rezept sein für Rohkost. Nochmal zurück zu meinem doch ein bisschen kritischen Einblick zur Zuckersteuer, die ja in dieser Woche auch groß in den Medien war. Wir müssen uns über eines im Klaren sein. Jeder von uns hat so seine Spezialitäten. Wenn man frustriert ist, also ich sage immer wieder, ich esse ganz gerne ein Stück dunkle Schokolade, gibt es eine herrliche Studie dazu, dass das tatsächlich gegen Stress hilft. Kann man messen im Körper. Der andere isst lieber irgendwas, das ist der Salzzahn, der Süßzahn und der Salzzahn, also der isst ein großes Steak. Mancher, das ist dann noch ein größeres Problem, trinkt vielleicht ein Bier zur Beruhigung oder ein Glas Wein. Jeder von uns braucht hedonistisch Belohnung. Ist das schlimm? Ich finde nicht, aber man muss natürlich gucken, was damit passiert. Auch das stammt von der Typ 1 Diabetes-Ausbildung für Kinder. Jeder von uns sollte Sport machen, ganz wichtig. Auch wenn Sie selber betroffen sind von Adipositas, gehen Sie zu Fuß, nehmen Sie Treppen. Das ist gemeint mit körperlicher Aktivität. Nicht jeder von uns braucht Zehnkämpfer werden oder bei RB Leipzig, den drücke ich die Daumen, bei RB Leipzig mitspielen, aber bewegen muss man sich. Allein die Bewegung reduziert unser Risiko, zuckerkrank zu werden, immens, ohne dass ich abnehme. Das ist ein wichtiger Punkt. Also wir können uns jeder selber helfen. Sie sind mir wirklich zu ruhig. Wer von Ihnen fährt Fahrrad, joggt oder macht sonst Sport? Drehen Sie sich mal um und gucken Sie. Das ist die Hälfte von Ihnen. Vollkommen klar. Das ist in Deutschland wie in den USA. Das stammt aus meiner Lieblingswissenschaftszeitschrift US Today. Das ist so eine Wochenzeitschrift in den USA. Tatsächlich machen, wenn Menschen einen akademischen Abschluss, einen Master oder einen Doktorarbeit. Völlig. Sind wir jetzt tot? Nee, geht. Entschuldigung. Egal welchen Doktortitel man hat, Physik, Medizin, ist völlig egal. Die Wahrscheinlichkeit, dass dann jemand in den USA joggt, ist ein Drittel. Bei uns war es jetzt über 50%. Das heißt, Menschen mit höherem Bildungsgrad, in Leipzig 16-jährige Gymnasiasten machen sehr viel mehr Sport als Menschen mit niedriger Bildung oder zum Beispiel in Leipzig Hauptschüler und Realschüler. Was spielt noch eine Rolle? Das ist aus einer Uraltstudie, die ich in Gießen gemacht habe. Und was ich Ihnen damit zeigen wollte, ist einfach nur Fernsehen und Adipositas gibt es einen direkten Zusammenhang, 1:1. Je mehr Kinder fernsehen, desto dicker sind sie. Im Moment haben wir, und das tragen Sie bitte, Frau Bungertz, müssen Sie jetzt ertragen, das ist eine Themenverfehlung, aber es ist mir so wichtig, ich lade Sie ein, nächstes Jahr werden wir hier in Leipzig eine Tagung dazu machen, moderne Mediennutzung und kindliche Gesundheit. Unsere Daten an 5000 Kindern in Leipzig zeigen Folgendes. Wenn 2- bis 4-jährige Kinder viele Medien nutzen, elektronische Medien, dann sind sie 4 Jahre später, dieselben Kinder, schlechter in der Schule. Und dann haben sie 3- bis 4-mal so häufig psychische Probleme. Ich reihe mich nicht ein in die Vorväter, die wir alle haben vor 100 Jahren, die damals gesagt haben, Autos sind des Teufels, die Eisenbahn bringt die Leute um, das Telefon macht Hirntumoren und was alles gesagt wurde. Nee, wir haben heute alle Computer und nutzen das. Aber wenn ein Kind 10 bis 12 Stunden, das ist kein Scherz, im Alter von 3 Jahren am Smartphone sitzt und keine Ansprache durch die Familie hat, dann wird es psychisch krank, ist schlecht in der Schule und adipös. Okay, für diejenigen von Ihnen, die, jetzt muss ich mich beeilen, mehr Wissenschaft erwartet haben, wir forschen tatsächlich, Frau Bungert, das Geld der DFG wird gut genutzt.
Wir gucken nach molekularen Mechanismen, weil jetzt kann man fragen, was hat das Smartphone mit Adipositas zu tun? Naja, es gibt viele Übermittler von Signalen, zum Beispiel auch in unserem Darm. Das ist eine ganz große Hype im Moment, also ein großes Thema, dass Menschen, die adipös sind, eine andere Darmflora haben. Sie wissen, dass wir im Darm, im menschlichen Körper Bakterien haben, die brauchen wir zur Verdauung und so weiter. Und adipöse Menschen haben andere Bakterien als schlanke Menschen. Das hat mutige Forscher, jetzt wird es eklig, wer es nicht aushalten kann, aber es ist auch ein bisschen ein Scherz, mutige Forscher in Schweden dazu gebracht, adipösen Menschen den Darminhalt von Schlanken zu transplantieren. Das soll funktionieren, man wird dann schlank. Ich habe gesagt, ich würde auch schlank werden, weil mir wird es schlecht werden. Sie verstehen? Trotzdem hat das mit den Bakterien durchaus was auf sich. Das scheint was zu tun. Ein bisschen müssen wir was über Genetik sprechen. Adipositas-Gene gibt es tatsächlich, nur können wir unsere Gene im Moment noch schwer ändern. Das ist eine arme Maus, die einen Leptin-Gen-Defekt hat, also ein Hormon, das tatsächlich was mit Fett zu tun hat, mit Übergewicht zu tun hat. Und jetzt gucken Sie sich diese Sequenzen mal an. Genetik alleine kann es nicht sein. Die sind alle ziemlich identisch, die Genetik. Ist politisch inkorrekt, ich weiß, aber wer es nicht erkennt, das war Herr Bush hier und das war Saddam Hussein. Die Genetik ist extremst ähnlich von uns allen. Okay? Wir haben an diesem erfolgreichen DNA-Suchen mit viel Geld sehr erfolgreich in Leipzig arbeiten können. Wir haben Kohorten von schlanken Kindern, das spielt sich alles inzwischen in den Tausender, also Tausende von Kindern. Wir haben viele adipöse Kinder, die wir untersuchen konnten. Und dann wurde festgestellt, dass es tatsächlich Adipositas-Gene gibt. Das ist eine der wichtigsten Arbeiten, an der wir uns hier beteiligen konnten. Das FTO-Gen, bitte, auch Betroffene unter Ihnen, Menschen, die gefragt werden, können wir nicht unsere Gene bestimmen, um Gottes Willen? Kann man alles machen. Und dann hilft es Ihnen gar nichts. Ganz einzelne Ausnahmen, aber der eine hat halt eher Adipositas auslösende genetische Ausstattung und der andere weniger Genetikausstattung. Und was ich Ihnen damit zeigen will, mit diesen Zahlen, ist, die Effekte eines einzelnen Gens, hier zum Beispiel, eines FTO-Gen-Varianten-Alleles, dass man eher adipös wird, sind so winzig, dass wir in diesen riesigen Studien, gucken Sie mal an, 30, 50, 100.000 Personen untersuchen müssen, um einen signifikanten Effekt herausrechnen zu können. Umgekehrt, das bedeutet, wenn ich einen, was ich nicht tue, müssen Sie mir ansehen, einen besonders Adipositas verursachenden Genotyp, also Gene, Erbsubstanzen hätte, dann würde das an meinem Gewicht, wenn sonst alles in Ordnung wäre, 500 Gramm ausmachen. Also die Genetik alleine, außer ich rede nicht über monogene Erkrankungen, macht es nicht. Ich mache mich nicht lustig über Menschen mit Adipositas, weil die tragen hart an ihrem Los. Aber wir kommen darauf zurück, Stigmatisierung im Internet ist was durchaus Prävalentes. Ich habe Ihnen so ein bisschen, hoffe ich, den Mund wässrig gemacht zur sozialen Genetik. Was ist das? In meinen Augen ist das eine der wichtigsten, leider nicht von uns hier, Frau Bungert, sondern von US-Wissenschaftlern in einer Stadt im Mittelwesten, eine der wichtigsten Studien, vielleicht die wichtigste in meiner Meinung. Was die Forscher gemacht haben, die haben sich eine ganze Stadt angeguckt und haben dann gesagt, wer ist mit wem befreundet, verwandt und so weiter. Darf ich Sie jetzt, Herr Stein, einfach auch persönlich ansprechen? Wir sind hier alle unter uns. Herr Stein ist ein hervorragender Arzt, arbeitet bei uns im Haus in der Arbeitsgruppe von Frau Professor Körner. Wir sagen jetzt einfach, wir sind befreundet. Okay, wir können es morgen wieder lösen, aber wir sagen jetzt einfach, wir sind befreundet. Gucken Sie ihn mal an, er ist ziemlich schlank. Gucken Sie mich an, nicht wirklich adipös, okay? Aus Beziehungen, also Stein kennt Kies, Kies passt einfach gut, oder? Kies und Stein. Wir beide kennen uns.
hat man solche Netzwerke gemacht. Wen kennen wir noch? Also ich will jetzt nicht hier die ganzen Kollegen erwähnen. Und dann hat man folgendes Experiment gemacht. Man hat geguckt, was ist aussagekräftiger? Ob meine Familie, DNA, Erbfaktoren, dick oder schlank ist oder ob meine Freunde dick oder schlank sind. Also Herr Stein ist ziemlich schlank. Und jetzt gucken Sie mal, und ich auch. Wenn wir denken, wir sind gegenseitig Freunde, mutual friend, also er sagt von mir, ich bin sein Freund, ich sag's von ihm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein gleiches Gewicht haben, also wenn wir beide dick wären, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass der nächste Freund von uns beiden auch dick wäre, mehr als, gucken Sie mal hier, Siblings, mehr als Geschwister. Nochmal, die soziale Vererbung und die deutsche Sprache ist wunderbar. Wer anschaut das Proverb, was jetzt kommt? Gleich und gleich gesellt sich gern. Vollkommen klar. Die Wahrscheinlichkeit, dass adipöse Menschen mit adipösen Menschen befreundet sind, ist höher, als dass die Genetik innerhalb der Familien die Adipositas vorgibt. Also soziale Vererbung, ich kopiere den Lebensstil meines Nachbarns, meines Kumpels und so weiter, ist mehr als DNA. Leipzig habe ich Ihnen angekündigt, als wir die Prävalenz von, das finde ich ziemlich gruselig, und wir müssen in der Stadt drüber reden, wir reden mit der Stadt, Ruth Gausche ist hier ein Vorreiter, mit der AOK, mit Grünau, mit dem Quartiersmanagement. Wir müssen gucken, was hier abgeht. Leipziger Stadtplan, die Farben bedeuten Häufigkeit, rot, niedrige Löhne, arme Leute, rot, 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 also hier Grünau, hier nach Norden Schönefeld. Und jetzt gucken Sie das an, durchschnittlicher BMI der Kinder. Ich könnte Ihnen einzelne, das mache ich aber jetzt nicht, Stadtteile herausgreifen, wo die Häufigkeit von Adipositas bei Kindern unter 1% ist. Wenn wir mal davon ausgehen, dass sie ungefähr in Deutschland 8% ist, dann ist es 8% weniger als in ganz Deutschland. Und ich kann Ihnen leider Bezirke nennen, wo sie bis zu über 20% ist, also deutlich höher. Und dummerweise, Sie können das mal übereinander legen, das tun wir im Moment in unserer Forschung, die decken sich. Wenig Bildung, wenig Einkommen, hohe Adipositas-Risiken. Jetzt kommt was Witziges. Ich will mich hier nicht über die Stadt, wie gesagt, in der ich wahnsinnig gerne mit meiner Familie lebe, schlecht machen. Aber wenn Sie in der Region in Schleusig wohnen, wo eher doch bessere Einkommen sind, dann gibt es dort viele Weinläden und Gourmetläden und gute Nahrungsmittelläden. Wenn Sie das mit Grünau vergleichen, dann gibt es dort Discounter. Das heißt, wir können die Einkaufsmöglichkeiten, die Menschen zur Verfügung stehen, um Nahrungsmittel zu kriegen, direkt mit Adipositas-Häufigkeit assoziieren. Das heißt, was wir wollen, wir müssen unsere Stadt lebenswert halten, wir müssen den Menschen helfen, dass sie eine lebenswerte Umgebung haben. Warum tun wir das alles? Da mache ich jetzt ein bisschen schneller. Es gibt Leitlinien, weil Adipositas im Kindesalter bereits Folgeerkrankungen hat. Gute Ärzte haben solche Entscheidungsbäume. Wenn wir ein Kind sehen, muss ich mich fragen, braucht es medizinische Untersuchungen? Weil bereits mit 16 kann ich ein solches Bild haben. Dieser junge Mann, der in meiner Sprechstunde, in meiner eigenen Sprechstunde vor vielen Jahren aufgeschlagen ist, hatte bereits tatsächlich Altersdiabetes. Der hatte tatsächlich einen zu hohen Blutdruck, eine Gicht, der hat hier, sehen Sie, dann hat er keinen Schuh an, weil seine Großzehe so geschwollen war und so schmerzhaft, weil er einen richtigen Gichtanfall hatte, wie das früher nur bei den übergewichtigen Königen, Aristokraten vorhanden war. Der hat eine Fettstoffwechselstörung, also ein zu hohes Cholesterin, der hat eine Fettleber, Leberenzymerhöhung, der hat bereits Veränderungen am Auge aufgrund seines hohen Blutdrucks im Alter von 16 Jahren und er hat Schmerzen beim Gehen. Das ist ein Riesenproblem von vielen Kinderärzten, auch von mir vor 20 Jahren unterschätzt. Die Betroffenen, wen wundert's, bekommen bereits im jungen Lebensalter Hüftprobleme, Rückenschmerzen und so weiter. Das wollen wir verhindern. Je dicker die Kinder sind, Leipziger Kinderstudie, die wir vor 20 Jahren, 15 Jahren gemacht haben,
je dicker das Kind ist, desto höher ist der Blutdruck. Frau Bungert, das war extra für Sie. Solche Dinge waren vor 20 Jahren gar nicht bekannt. Das hat mich fasziniert. Also bei Erwachsenen war das klar, je dicker die Erwachsenen sind, desto höher ist der Blutdruck. Bei Kindern hat man halt nicht nachgeguckt. Wir haben nachgeguckt und das immerhin vor einiger Zeit publiziert. Ich habe es bereits erwähnt. Wer hat einen höheren Blutdruck? Der 16-Jährige oder 15-Jährige in der Hauptschule oder der 15-Jährige im Gymnasium? Nee, Sie haben nicht recht, wie eine meiner Stationsschwestern, die gesagt hat, na, die Tomaner, die haben doch so viel Stress, die haben sicher einen hohen Blutdruck. Nee, nee, die machen Sport, die haben Bewegung, die sind die meisten schlank. Die Hauptschüler haben den hohen Blutdruck. Also da haben wir mal auch hier publiziert, den Versuch gemacht, einfach die Kinder nach Blutdruck und Schultrack, also Hauptschule, Realschule, Gymnasium zu sortieren und die Hauptschüler haben einen höheren Blutdruck. Das ist der Gallenstein eines 6-jährigen adipösen Jungen. Schmerzen und so weiter. Also ich rede nicht über Adipositas, es ist ein kosmetisches Problem, es ist ein medizinisches Problem. Das sind Daten von Frau Professor Körners Arbeitsgruppe, einfach nur um zu dokumentieren, dass wir das wirklich wissenschaftlich belegen. Je dicker ein Kind ist, desto früher ist bereits der Zuckerstoffwechsel gestört. Das ist dann der Vorläufer von Typ-2-Diabetes, also dem Altersdiabetes beim Kind. Das sollten Sie mitnehmen, wenn Sie bei einem Kind, bei einem Jugendlichen, bei einem Erwachsenen in Ihrer Verwandtschaft, Bekanntschaft dies hier sehen. Diese Dunkelfärbung des Halses oder der Achsel oder der Leiste, dann können Sie davon ausgehen, dass derjenige, diejenige die Vorstufe der Zuckerkrankheit hat. So einfach ist Medizin. Man muss bloß gute Augen haben und ein bisschen was wissen. Ein Bubenpaar, Geschwisterpaar in meiner Sprechstunde hat, als ich der Familie das erklärt habe, geweint. Wissen Sie warum? Weil die Familie und auch die Ärzte den Jungs immer gesagt hat, wascht euch endlich den Hals. Die waren todunglücklich, die haben gesagt, wir waschen uns doch, das geht nicht weg. Es geht nicht weg, das ist eine Schwarzverfärbung, man nennt das Akanthosis nigricans der oberen Hautschichten bei Insulinresistenz, der Vorstufe der Zuckerkrankheit. Ich will Ihnen bloß beweisen, dass wir in der Tat auch nach den molekularen Mechanismen suchen. Da gibt es Moleküle, die wir identifiziert haben, die man tatsächlich auch nutzen kann. Sie verstehen, wenn jemand adipös ist, wird er krank. Warum wird er eigentlich krank? Um vielleicht Medikamente zu entwickeln. Dieses Adiponektin, das im Fettgewebe gebildet wird, das haben Adipöse zu wenig. Und man könnte das nehmen und den Blutdruck vielleicht verbessern. Medikament noch nicht entwickelt, aber sind so Zukunftsvisionen, weil Adiponektin im Fettgewebe produziert, tatsächlich den Blutdruck senken könnte. Das sind nochmal Daten, wie man sowas dann untersucht an Mäusemodellen. Da gehen wir jetzt schnell drüber. Auch hier gehen wir drüber. Und noch zum Schluss ein wichtiges Thema. Es gibt Menschen, das ist wie bei meinem Großvater, der lange Zigarren geraucht hat, wo immer gesagt wurde, der ist so alt geworden, wenn man raucht, kriegt man doch Krebs, das ist doch alles Quatsch. Es gibt gesunde Adipöse. Es gibt Menschen, die, Frau Schütze hat sehr viel Erfahrung bei uns im Adipositas-Bereich der Erwachsenen, im Uniklinikum. Es gibt Menschen, die tatsächlich nie ein Problem haben. Das sind aber leider nicht die Mehrheit. Reden wir kurz über Psychologie, Stigmatisierung. Es gibt hier Frau Professor Riedl-Heller an unserer Universität, hat eine Untersuchung an unseren Medizinstudenten gemacht. Was denken Leipziger Medizinstudenten von adipösen Patienten? Die sind dick, klar, dumm, faul und selber schuld. Stigmatisierung, da müssen wir aufräumen, da müssen wir Aufklärungsarbeit leisten, weil das stimmt natürlich überhaupt nicht. Also Kinder werden in den Schulen gemobbt, in den Medien werden Adipöse schlecht dargestellt, im Beruf eher weniger Berufswahl, eher weniger genommen und in Kliniken und Arztpraxen habe ich Ihnen ein Beispiel gezeigt. Also bitte nicht stigmatisieren. Die Betroffenen haben eine Krankheit und dürfen unsere Hilfe. Das ist aus Melbourne. Im Ende des 19. Jahrhunderts wurden adipöse Kinder ausgestellt. Dieses Kind hat eine monogene Erkrankung, aber sie wurde dann im Zirkus ausgestellt. Also das ist auch Stigmatisierung, auch nicht neu.
Kinder mit Adipositas sind eher depressiv und, was Sie wahrscheinlich überraschen wird, das überspringe ich, sie haben ein Aufmerksamkeitsproblem. Ich habe immer gedacht, adipöse Kinder, die sitzen in der Sprechstunde und hören gut zu und so weiter, sind eher depressiv. Nee, die zappeln umeinander, nicht wirklich sportlich, aber sie sind weniger in der Lage, ihren Lebensalltag zu meistern. Haben wir noch 5 Minuten? Na, Sie sind skeptisch. Na, ich rede einfach weiter. Okay. Selbstwahrnehmung, das ist ein Thema. Sie wissen, dass Menschen mit Essstörungen, Anorexia nervosa, Magersucht, ein Problem haben, dass sie sagen, wenn sie auch ganz extrem dünn sind, ich bin gar nicht dünn. Manche Forscher sagen, manche Wissenschaftler, dass das bei adipösen Kindern umgekehrt auch so ist, dass die sagen, Entschuldigung, ich bin so dick, aber ich bin gar nicht dick. Haben wir nicht nachvollziehen können. Die Kinder bei uns in unseren Sprechstunden wissen sehr genau, dass sie ein Thema haben, ein Problem haben und die Selbstwahrnehmung tatsächlich mit der Realität übereinstimmt. Und jetzt? Jetzt machen wir ganz einfach, gehen an den Computer und dann haben wir eine neue Diät und dann ist alles gut. Oder? Also ich glaube immer noch, dass wir viel bewegen können. Und ich habe es Ihnen schon bewiesen. Also wenn bei jungen Kindern die Häufigkeit von Adipositas in Deutschland in den letzten Jahren zurückgeht, dann hat das natürlich einen Grund. Der Grund ist, dass wir alle gemeinsam, viele Menschen reden, gute Beratung machen, dass viele junge Familien sagen, wir wollen gesunde Kinder, wir machen Sport, wir setzen das Kind nicht nur auf das Smartphone. Also wir schaffen das schon, aber es gibt Barrieren und nicht jedem, das überspringe ich, ist es gegeben, diese Barrieren zu überspringen und tatsächlich für die Kinder aktiv zu werden, damit sie schlank bleiben. In unseren Interventionsprogrammen, wenn wir die Kinder therapieren wollten, den Familien helfen wollen, gucken Sie mal, was da wieder kommt. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir erfolgreich sind mit unseren Programmen, mit Therapien, die Kinder in den Sportverein bringen, hängt davon ab, ob die Mutter oder der Vater alleinerziehend sind, wie die Bildung der Eltern ist, wie das Einkommen ist und wo sie wohnen. Merken Sie, warum ich über diese sozialen Dinge so geredet habe? Stammt das alles von uns? Nein. Es stammt von der WHO, von vielen Fachgesellschaften, die sagen, wenn Adipositas, und ich habe Ihnen nur einen winzigen Einblick in Ursachen gegeben, so komplex ist, die Folie verdanke ich Professor Manfred Müller, einem ganz hervorragenden Adipositas-Forscher an der Uni Kiel. Wenn das so komplex ist, dann können wir nicht erwarten, dass wir zu irgendeinem Zeitpunkt X die Weichen mal kurz umstellen oder eine Pille nehmen und alles ist gut. Sie müssen sehen, dass Physiologie, Biologie, Psychologie, Soziologie, die Gesellschaft, körperliche Aktivität, naja, wir reden alle über Ernährung, das Verhalten von uns als Konsumenten. Gehe ich in den Bioladen, kann ich mir es leisten oder kaufe ich eben nur mit Zucker angereicherte, hochkalorienhaltige Nahrungsmittel? Was für Nahrungsmittelproduktion wollen wir in unserem Land? Wollen wir Massenproduktion von möglichst vielen Schweinefleisch mit viel Fett oder wollen wir gut schmeckendes Essen, was vielleicht nicht direkt dick macht? Living Worlds, wollen wir unsere Kinder aufwachsen lassen, dass die in Grünau, in den Grünflächen gehen können, spielen können, Fußball spielen können, hüpfen können? Oder sind die Grünflächen in unseren Stadtgebieten nur für die Hunde zum Gassi gehen? Also, wir konzentrieren uns als Wissenschaftler zu viel auf die Folgen und reden viel zu wenig über Lösungen. Und zwar warum? Weil es so schwer ist. Aber es gibt ein paar Möglichkeiten. Natürlich jetzt einfach nochmal zum Ausklingen ein paar Ideen aus zum Teil von, das ist eine Studie aus Kanada. Wenn wir Bewegung im Alltag durch ganz banale Dinge, keinen Aufzug benutzen, Treppen benutzen, jetzt kommt gleich, wir haben eine Intervention gemacht in Grünau und haben die Wohnungsblockbetreiber, die Hausbetreiber gebeten, dass sie vielleicht doch darüber nachdenken, die Aufzüge abzuschalten.
Genau, Sie schmunzeln schon. Ganz schlechte Idee, weil es natürlich in Grünau auch ältere Menschen gibt, die auf den Aufzug angewiesen sind. Also ich will ja nicht ältere Menschen, die einen Rollator brauchen, jetzt nicht mehr in ihre Wohnungen lassen. Also solche Präventionsthemen sind ein ganz wichtiges Thema, aber ganz vielschichtiges Thema. Reduktion sitzender Tätigkeit, nochmal zurück, ein Kind darf nicht nur vom Computer sitzen. Teilnahme an Sportgruppen, ich lässt da nochmal ab, was netterweise der LVZ-Journalist heute auch in das Blättchen gebracht hat. Wenn ein Staat meint, auf seine Kinder verzichten zu können, dann hat er ein Problem. Und wenn ein Freistaat Sachsen diskutiert, ob es besser ist, den Sportunterricht für Kinder, den Musikunterricht oder den Kunstunterricht zu streichen, dann haben wir ein Problem in unserer Gesellschaft. Bitte zitieren Sie mich überall. Weil dann werden wir Kinder haben, die sich anderweitig beschäftigen, sich prügeln, Gewaltvideos angucken. Das heißt, wir brauchen ein gutes Bildungssystem und Reduktion sitzender Tätigkeiten, Sportgruppen und so weiter. Das stammt so alles nicht von mir. Wir können viele Ebenen, wir sind gleich fertig, Frau Bungert, ich bin berühmt-berüchtigt für mein Überziehen, wir schaffen es trotzdem. Wir müssen über Schulen reden, das habe ich gerade versucht zu tun, über die Familien. Natürlich hat jede Familie auch eine Verantwortung. Manche Familien können diese Verantwortung aber nicht übernehmen, da müssen wir ihnen helfen. Wir müssen Sportvereine unterstützen, Ehrenamt unterstützen. Die Kinderärzte haben eine Aufgabe, natürlich auch in der Therapie, aber Gesellschaft und Regierungen haben eine Aufgabe. Und wegen der Zeit habe ich die übersprungen gerade, Dias. Das ist das Grundthema. Tragen Sie es weiter. Viele Fachgesellschaften, alle hier aufgelistet, haben gesagt, wir brauchen eine Strategie in unserer Gesellschaft gegen nicht übertragbare Krankheiten. Da ist Adipositas, Bluthochdruck, Zuckerkrankheit gemeint. Und das muss eine Allianz geben. Wir müssen zusammenhalten. Appelle an die Vernunft. Du mach mehr Sport. Du erzieh deine Kinder. Die funktionieren nicht. Wir müssen die Bedingungen ändern. Eben deswegen Grünflächen in Stadtgebieten, Möglichkeiten, gesund einzukaufen, Verbot, und das bin ich jetzt fast fertig, von Lebensmittelwerbung an Kindern. Ein bisschen Wissenschaft müssen Sie noch mal aushalten. Das wäre ein Tipp für die DFG, Professor Arno Vielringer, herausragender Max-Planck-Institutdirektor hier in Leipzig, weiß da sehr viel drüber. Es gibt eine Studie aus England. Wissen Sie, warum Ferrero-Küsschen, ich werde nicht von denen bezahlt, ich mag die Dinger auch nicht, warum die knistern? Wegen des Wiedererkennungswerts. Okay? Sie kennen manche Süßigkeiten, die sind so eingepackt, dass wir, wenn wir die auspacken, merken, aha, Ferrero-Küsschen. Wenn Sie das mit Kindern trainieren, mit 2-3-Jährigen, dann lernen die Kinder, wenn sie vor allem noch mit interessanten Spielfiguren, für Kinder interessante Spielfiguren das verknüpfen, dann lernen die Kinder, dieses Produkt zu mögen. Das heißt, in der Tat ist unsere Werbeindustrie so geschickt, dass sie unsere Kinder abrichtet. Und dagegen müssen wir uns wehren. Wir haben leider nur DFG-Etats und keinen Werbeetat von Milliarden schweren Lebensmittelkonzernen. Also deswegen, Lebensmittelwerbung, die sich an Kinder richtet, muss verboten werden. Dass das funktioniert, die Details erspare ich Ihnen, wissen Sie alle. Rauchen in Deutschland ist massiv zurückgegangen. Interventionen auf dem Rauchpräventionssektor müssen wir übertragen in den Adipositas-Sektor. Dann werden die Leute das Thema in der Tat angehen können, und zwar nicht auf der individuellen Ebene, sondern auf der Ebene unserer Gesellschaft. Also wir dürfen nicht den einzelnen Betroffenen zum Schuldigen machen, sondern müssen uns als Gesellschaft überlegen, wie wir mit dem Thema umgehen. Mit diesem Dia bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Das ist also der arme, adipöse Betroffene. Und drumherum stehen alle mit den Hosentaschen herum und geben gute Sprüche ab, so wie ich das seit einer Stunde gemacht habe. Damit danke ich Ihnen riesig fürs Aushalten und fürs Hiersein. Und Frau Bungert, ich hoffe, dass Sie das Ihre Publikum ein bisschen zum Fragen animieren können. Ganz herzlichen Dank und ja, auf gute Diskussion.